Video. Heute mal wieder was ganz Einfaches, super Leichtes zu machen, und zwar Zuckerschotensalat. Dafür habe ich mir jetzt hier schon mal Salzwasser aufgesetzt und gebe jetzt hier einfach 150 Gramm Zuckerschoten in den Topf und lasse das jetzt hier 5 Minuten köcheln. Und in der Zwischenzeit machen wir den Salat weiter. Für den Salat rühren wir erstmal das Dressing zusammen. Ich habe hier schon so ein paar Zutaten mir zurechtgelegt. Hier habe ich ein paar Kräuter. Da kommt rein ein bisschen Kokosöl. Ihr könnt auch Olivenöl nehmen, aber ich mag halt Kokosöl. Dann ein bisschen Balsamico-Essig. Die genauen Mengenangaben, die schreibe ich euch natürlich in die Infobox. Dann etwas Gemüsebrühe. Ich habe halt immer die Körnige. Einen Teelöffel Senf und einen Teelöffel Honig, beziehungsweise ich nehme Agavensüße. Ups. Randalieren muss auch sein. Pfeffer. Und ich mag reichlich Pfeffer. Und das erstmal verrühren. Schmeckt mir schon sehr gut. Ich brauche da jetzt gar kein Salz mehr dran, aber das müsst ihr wirklich nach Geschmack machen. Das ist schon mal das Dressing. Dann kann ich mir hier schon mal eine halbe Avocado in Scheiben schneiden. Das ist jetzt nur für eine Portion. Ah, Überraschungsmoment immer, wenn man eine Avocado aufschneidet und die in so dünne Spalten schon mal schneiden. So. So, und jetzt warte ich einfach noch 2-3 Minuten, bis die Zuckerschoten fertig sind. So, die Zuckerschoten sind fertig. Ich habe die kalt abgeschreckt, ganz lange. Das ist auch wichtig, dass sie schön hellgrün bleiben und nicht grau werden. Und außerdem schmeckt der Salat halt einfach in kalt besser. Jetzt muss man da gar nicht mehr viel machen. Ich gebe jetzt einfach nur noch die Avocado dazu. Die kann man jetzt hier schön mit dem Löffel rausholen. So. Dann kann man das ruhig noch ein bisschen schöner drapieren. So, und jetzt noch das Dressing drüber geben. Und fertig ist mein Zuckerschotensalat. Das ist so lecker und ich weiß nicht, das ist auch mal was anderes. Man könnte jetzt auch noch Tomaten dazugeben. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ihr am allerliebsten Zuckerschoten esst. Ich esse die ja total gerne als Gemüse und wie gesagt, jetzt mal als Salat, weil ich mal was Neues probieren wollte. Und gerade im Sommer, super schnell gemacht. Und jetzt bin ich natürlich auf eure Kommentare gespannt. Wenn euch dieses kurze Rezept gefallen hat, dann bitte gerne in den Kommentaren schreiben und mir einen Daumen nach oben hinterlassen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann einmal abonnieren bitte. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye.